Mein Name ist Marc und ich darf euch heute wieder auf dem Kanal von Helm Express begrüßen. Gemeinsam schauen wir uns heute den Bell Moto 3 an, einen sehr schönen Retro-Helm, der perfekt zu einer Ducati Scrambler passt oder auch zu den Pendants von BMW, also alles, was in Richtung Retro, Café Racer geht. Der sieht einfach mit dem Helm sehr, sehr gut aus. Zudem haben wir die absolute Sicherheit, denn das wird bei solchen Typen Helm teilweise ein bisschen vernachlässigt. Und das haben wir hier eben absolut im Gegenteil, denn wir haben eine Fiberglas-Außenschale, die sehr sicher ist. Generell sind Faserverbundhelme ja immer sicherer als einen Thermoplasthelm. Das haben wir hier also geregelt. Und zudem haben wir hier sogar drei Helmschalengrößen. Das heißt also, ein kleiner Kopf bekommt auch einen kleinen Helm. Denn sonst ist es so, dass der Hersteller mit Füllmaterial arbeiten muss, dass wir nicht einen so kompakten Helm haben, wie wir ihn haben könnten. Das heißt, ein Helm in Größe S ist auch vom Außenumfang deutlich kleiner als jetzt ein Helm in L oder in XXL. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir eben einen kompakten Helm auf unserem Kopf haben. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Ich habe hier eben die schwarze Ausführung, die passt ja zu allem mitgebracht. Es gibt die natürlich in verschiedensten Farben, den gibt es in Knallrot etc. Also da findet ihr immer was Passendes. Im Lieferumfang sind zusätzlich auch nochmal Reflektoren. Also ihr seht, hier ist jetzt so nichts drauf. Die könnt ihr aber bei Bedarf nachrüsten. Also wenn wir jetzt mal reinschauen, dann seht ihr hier neben dieser Bibel mit den ganzen Beschreibungen. Ich weiß immer nicht, was die Hersteller da so an Erklärungen beipacken, denn so viel ist bei so einem Helm eigentlich nicht zu erklären. Aber hier seht ihr eben einige Aufkleber, auch mit reflektierenden Aufklebern. Das ist so, weil gerade außerhalb von Deutschland ist teilweise die Bestimmung da, dass so ein Helm ja gewisse Reflexionsflächen haben muss, weil dieser Helm eben nicht nur in Deutschland verkauft wird, sondern auch in anderen europäischen Ländern oder rund um die Welt, keine Ahnung. Deswegen hat man eben sowas standardmäßig dazugepackt. Auch für uns kann es natürlich Sinn machen, diese Aufkleber draufzukleben, denn gesehen werden ist immer gut. Aber das nur am Rande. Dann haben wir hier eine Frotti-Ausstattung. Also ist jetzt nicht unbedingt mit einem Handtuch zu vergleichen, aber einfach sehr schön, was die Schweißaufnahme bei hohen Temperaturen angeht und all das. Das Ganze lässt sich natürlich herausnehmen, um es zu waschen. Auch sehr schön, das habe ich eben schon ausprobiert. Das ist ein Innenfutter, was sich sehr gut an das Gesicht des Fahrers anpasst. Und da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Der Helm wird natürlich mit einer Motocross-Brille getragen. Also der kann natürlich auch so mit einer Sonnenbrille getragen werden, aber ja, er erfüllt erst sein volles Potenzial, wenn er dann eben mit einer Crossbrille kombiniert wird. Der Schirm hier oben ist im Übrigen mit Druckknöpfen gehalten. Den könnt ihr also ganz einfach abmachen. Also ihr seht hier dann die Druckknöpfe, so hat er eher so eine Street Fighter Optik, oder? Aber wir wollen ihn natürlich dann mit dem Schirm in der Regel fahren. Aber das ist relativ schnell dann auch wieder montiert. Lasst uns noch kurz über das Kinnteil sprechen. Das ist eine permanente Belüftung und zudem ist dieses Kinnteil, das ist jetzt nicht einfach nur Plastik. Plastik haben wir bei diesem Helm sowieso nicht, weil es eben eine Fiberglas-Außenschale ist. Aber das ist eben auch kein Thermoplast, kein einfaches, sondern es ist eben auch EPS gefüttert. Das heißt also, dass wir hier dann auch eine gewisse Dämpfwirkung auch im Kinnteil haben, was eben nochmal für Sicherheit sorgt. Wo ich eben noch gar kein Wort zu verloren habe, ist, dass die schöne Frotti-Ausstattung, die wir uns eben schon angeschaut haben, dass die auch antibakteriell ist. Es entsteht also weniger Geruch, keine Bakterienkulturen so auf dem Helminneren. Das wollen wir alles nicht. Das ist hier schön gegeben. Und es ist also wirklich ein moderner Helm. Alles, was unter der Haube ist quasi. Aber die Optik ist ganz, ganz klassisch. Wie gesagt, es gibt auch ganz viele verschiedene Dekore, sodass ihr immer was Passendes zu eurem Motorrad findet. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt, dann gerne unten in die Kommentarbox. Dann beantworte ich sie euch gerne. Und ja, abonniert den Kanal, wenn ihr öfter mal Produktvorstellungen sehen wollt. Generell schaut auch auf Instagram vorbei, da seht ihr Bilder von unserem ganzen Equipment, all das posten wir dort. Ihr werdet an Umfragen beteiligt etc. Und wenn ich euch für den Bell Moto 3 begeistern konnte, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Euch allen wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Passt auf euch auf, bis dahin, ciao.